Guten Morgen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid, online und offline. Ja, wir legen gleich los. Ja, ich bin Katrin. Ich würde gerne mit einem kurzen Impulsvortrag starten, weil ich auch nicht weiß, ob jedem das Thema LLM, RAG was sagt, da eine kleine Einführung geben, bisschen was auch zu einem Kundenprojekt von uns sagen. Nicht wie angekündigt zwei Projekte, ich muss es auf eins beschränken, weil einer der Kunden ist anders abgebogen. Da machen wir jetzt Bilderkennung, das ist nicht so relevant für heute. Deswegen nur eins und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir in eine Diskussion eintreten, weil uns interessiert auch ganz stark eure Praxiserfahrungen. Was nutzt ihr von generativer KI? Was sind die Rückmeldungen? Wie gut kommt es an? Wo liegen Stolpersteine? Und dafür habe ich dann den Rest der Zeit eingeplant. Aber auch wenn ihr jetzt während des Impulsvortrags Fragen habt, bitte jederzeit kurz mich unterbrechen, die Fragen stellen, dass alles klar ist und ich da ja nicht fragende Gesichter bei euch hinterlasse, weil die Wissenslage ist ganz unterschiedlich. Manche von euch haben sicher schon Projekte durchgeführt, andere noch gar nicht, dass ich da nicht an euch vorbeirede. Ja, und damit würde ich sagen, legen wir los. Zu mir, ich habe mich vorher schon kurz vorgestellt. Ich habe Linguistik Informatik studiert und auch einen Pädagogikabschluss. Und deswegen liegt mir diese Kombi sehr am Herzen. IT, Sprache, auch Lernen, Wissen. War auch lange im E-Learning-Bereich unterwegs und bin jetzt seit 3 Jahren bei der Interface Projects, mache da Beratung und Vertrieb. Und wer sind wir? Die Interface. Eine kleine Software-Schmiede aus Dresden, klein, aber dafür sehr alt. Uns gibt es schon seit 30 Jahren. Wir haben angefangen mit dem Thema Schnittstellenentwicklung. Das sieht man auch schön dann im Projekt und am Produkt, wo uns das hingeführt hat. Machen interne Suchlösungen, also quasi ein Google für unternehmensinterne Daten und beschäftigen uns auch schon seit 8 Jahren jetzt mit dem Thema künstliche Intelligenz und natürlich auch mit GPT-Lösungen, seit es die gibt. Ja, wie hat das Ganze bei uns angefangen? Nachdem wir Schnittstellen zu Drittsystemen entwickelt haben, war natürlich es naheliegend zu sagen, wir lassen auch eine Suche über alle Daten aus unterschiedlichen Schnittstellen laufen und haben somit eine zentrale Wissensmanagement-Plattform geschaffen. Ganz wichtig auch zur Abgrenzung, wir sind kein Wiki, wir sind kein Content-Management-System, sondern wir greifen wirklich nur auf Drittsysteme zu, holen uns da die Informationen, die Daten, natürlich alles auch mit Zugriffsberechtigungen, ganz klar. Ich kann nur auf das zugreifen, wo ich auch ein Recht drauf habe. Und da lassen wir dann eine Suche drüber laufen und eben auch einen Chat mit KI-Unterstützung. Inhalte sind gar nicht unser Ding, also wir sind eine Datenkrake, wenn man es so nennen möchte. Wie Google auch, aber ein ganzes Stück weit seriöser deutsches Unternehmen und greifen dann auf die Dinge zu, die auf eurem Confluence liegen oder Wiki oder auf Webseiten und führen die an einer zentralen Stelle zusammen. Ja, und dann kam GPT vor gut 2 Jahren, Large Language Modelle, OpenAI und Co. Ach, das hat zu einer Disruption geführt bei uns, bei unserem Produkt, bei unseren Kunden. Ich nehme auch an, bei euren Projekten im Wissensmanagement. Und was ja ist genau passiert? Wir können jetzt nicht nur suchen mit Stichworten, sondern man kann wirklich mit seinen Daten chatten und das auf einem ganz hohen Niveau. Chatbots gab es ja auch früher schon, die waren aber so schlecht, die wollte keiner einsetzen. Die waren damals rein deterministisch. Man musste genau vorgeben, Flussdiagramm, wenn der jemand was fragt mit dem Stichwort, dann gib die Antwort und mach so weiter. Heutzutage ist es nicht mehr so. Ich denke, über ChatGPT, da muss ich gar nicht mehr viel erklären. Was uns von GPT unterscheidet, ist, dass wir natürlich auf interne Daten zugreifen, auf internes Wissen, also in einer sicheren Umgebung mit Berechtigungen könnt ihr mit euren Daten chatten. Und das hat das Thema Wissensmanagement auch ziemlich umgewälzt. Ich erinnere mich noch letztes Jahr auf dem Knowledge Camp, da gab es gefühlt fast nur Vorträge, die sich um GPT und Chatten gedreht haben. Es hat sich schon wieder ein bisschen abgekühlt, man hat erste Praxiserfahrung gemacht. Es wurden sehr viele Piloten gestartet, viele auch wieder abgebrochen. Ich habe eine Zahl von 90% Fehlerquote gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Mich hat es ziemlich erschreckt, aber dass 90% der GPT-Projekte wieder eingestellt wurden, weil die Erwartungen nicht erfüllt wurden. Gerade auch von Geschäftsmanagement-Ebene hieß es am Anfang, schafft irgendwas an mit GPT. Das heißt,
schafft es schnell wieder ab. Das hat nicht diese Wunder bewirkt, die wir uns vorgestellt haben. Ja, und deswegen dachte ich rede heute mit euch mal drüber, was sind eure Erfahrungen, was sind unsere, stelle ein Projekt so ein bisschen beispielhaft vor und wir schauen, was klappt gut, was klappt nicht und woran hat es gehapert. Davor will ich aber noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, was wir tun und was unsere Kunden einsetzen. Das Ganze kann man auch RAG-Lösungen nennen. Retrieval Augmented Generation heißt das genau genommen, ist ein bisschen sperriger Begriff, heißt aber nichts anderes, dass ich ChatGPT und andere Technologien auf interne Daten anwende, also den Retrieval-Part quasi konfiguriere, anpasse. Und wir nutzen da eine Mischung aus eigenen KI-Modellen für den Teil der Suche, das ist eine semantische Suche dahinter, für den Teil der Textgenerierung wiederum. Da greifen wir auf Standard-Large-Language-Modelle zurück, beziehungsweise unsere Kunden machen das. Jeder Kunde darf frei entscheiden, welches LLM möchte ich einsetzen. Das kann dann Luminus sein von Aleph Alpha oder auch Azure OpenAI. Wir machen dazu eine Schnittstelle und dann wird das LLM mit angebunden und somit kann ich dann auch im Output Sprache zurückgeben und bekomme dann, ja, wie es hier rechts aufgezeigt ist, eben nicht nur Dokumente zurückgespielt, sondern ich bekomme auch natürlichsprachige Antwort und kann halt somit mit meinen Daten chatten. Ja, und unsere These ist natürlich, ohne Enterprise Search kann ich kein vernünftiges RAG machen, weil ich brauche alle Datenquellen, wo relevantes Wissen liegt, um dann auch eine valide Antwort zu geben. Und da unterscheiden wir uns zum Beispiel auch vom Coop-Piloten. Der fokussiert sich ja im Standard rein auf Microsoft-Inhalte, lässt aber alles links und rechts davon außen vor. Mit Speziallösungen, sehr viel Aufwand, extrem viel Geld, Durchhaltevermögen kann man zwar auch noch weitere Datenquellen beim Copiloten anbinden, aber im Standard ist es halt Microsoft-Welt und wir sagen, das reicht nicht aus. Ich habe auch noch Daten auf dem File-Server, ich habe Daten auf der Webseite, ich habe Daten in E-Mail-Anhängen und wenn ich alles zusammenführe, dann habe ich ein gescheites Wissensmanagement. Natürlich muss ich auch noch ein bisschen konfiguratieren, kuratieren im Vorfeld, dass nicht alle Daten gleich behandelt werden. Aber grundsätzlich will ich eine Antwort aus meinem Unternehmenswissen und nicht nur eine Antwort aus Teams oder aus anderen Microsoft-Quellen. Das noch ein bisschen zur Einordnung, wie wir uns da im Markt platzieren. So, jetzt möchte ich in die Praxis gehen. Weil das finde ich immer viel spannender, als nur in der Theorie zu bleiben. Und ich habe ein Kundenprojekt mitgebracht vom BMI. Das BMI ist schon sehr lange Kunde bei uns. Auch noch bevor wir mit KI gearbeitet haben, hatte das BMI den Integrator schon im Einsatz. Und ich habe ein Szenario mitgebracht. Das ist jetzt nicht unbedingt ein klassisches Wissensmanagement-Szenario, wie es vielleicht bei euch vorzufinden ist. Aber ich dachte, gerade weil es so ein bisschen exotischer ist, ist es vielleicht auch ganz spannend. Die kleinen Anfragen, die dürfen im Bundestag die Abgeordneten an die Regierung stellen. Das ist ein festgelegtes Format und die Regierung bzw. die Ministerien, die sind dann auch verpflichtet, innerhalb von 2 Wochen zu antworten und die Antwort muss schriftlich erfolgen. Und das macht es natürlich für KI ideal, weil ich habe sehr viel Text, ich habe spezifische Fragen, ich habe Antworten, die zu 100% wahr sind darauf. Ich habe keine Fake News, nicht irgendwelche koreanischen Forenbeiträge von vor 15 Jahren. Das ist zum einen ideales Futter für eine künstliche Intelligenz und zum anderen ist es aber auch ein reales Einsatzszenario für die Ministerien, weil die Mitarbeiter müssen ja diese Anfragen sehr schnell beantworten, sie müssen sie präzise beantworten. Das sind hochkomplexe, schwierige Fragestellungen. Da darf kein Fehler unterlaufen, also ganz hohe Anforderungen an das Wissensmanagement, da eine gute, qualifizierte Antwort zu geben. Noch ein kleiner Fun Fact, kleine Anfrage heißt nicht, dass die Anfrage klein oder kurz ist, sondern die sind richtig knifflig, die sind nicht trivial und bestehen aus bis zu 120 Einzelfragen plus Unterfragen. Und es machen sich wohl auch manche Abgeordnete einen Spaß draus, die Regierung da am Rödeln zu halten. Und die stellen dann ähnliche Fragen immer und immer wieder und schauen dann, ob die Antwort identisch ausfällt oder ob die Ministerien sich da einen Schnitzer erlauben und eine andere Antwort geben, sodass man ja da vielleicht dann der Regierung eins auf die Finger geben kann. Von daher ist die Beantwortung nicht einfach. Und ja, was kommt hinzu? Die Anfragen haben eine ganz starke Tendenz nach oben, was die Anzahl angeht.
Meine persönliche Erklärung ist, zum einen wächst ja der Bundestag an, immer mehr Abgeordnete, immer mehr Parlamentarier, klar, dann sind es auch immer mehr Leute, die Fragen stellen können. Und meine zweite These ist wahrscheinlich auch wegen der neuen komplexen Themen, die jetzt in den letzten Jahren hochgekommen sind, von Corona bis Ukraine-Krieg. Es gibt viel zu diskutieren, viele Fragen, und ich vermute, dass auch deswegen die Anfragen gestiegen sind. Ist aber nur meine These, vielleicht gibt es auch andere Gründe dafür. Fakt ist, die Mitarbeiter haben immer mehr zu tun, müssen mehr Anfragen beantworten, und deswegen ist ein gutes Wissensmanagement umso wichtiger. Auf der X-Achse sind die Wahlperioden von 2001 bis 2020. Und 20 ist, da ist so eine Fußnote, das ist noch nicht die endgültige Zahl. Ich habe da nicht, keine ganz aktuelle Statistik gefunden. Also da kommt noch was on top. Ich vermute mal, dass es dann mehr sein wird als in 19. Fünfundzwanzig nächstes Jahr minus vier bis 2021. Immer wieder. Ja, schauen wir mal, wo der Balken da landet. Ich nehme an, es wird wieder höher. Ja. Jetzt. Wenn ihr die Leute online hören, nichts. Also wenn ich so schön auch nicht mehr will. Wie hoch bist du gewonnen? So, damit würde ich in die Live-Demo reinspringen. Seid denn ihr habt noch Fragen? Dann, genau, zeigen wir das einmal live. Ich gehe jetzt nicht zum BMI, das ist ein Testserver von uns. Wir haben das mehr oder weniger nachgebildet mit nicht mehr ganz aktuellen Daten. Aber vom Einsatzszenario ist es sehr ähnlich wie auf dem Live-System. Teile ich nochmal meinen Bildschirm neu. Entschuldigung, nochmal von vorne. So, jetzt haben wir es. Das BMI-Projekt ist jetzt nicht 100% typisch für unsere Projekte. Normalerweise leben wir ja davon, dass es sehr, sehr viele Datenquellen gibt und eben nicht nur eine, nicht nur die kleinen Anfragen und ähnliches. Aber ich finde es trotzdem so ein spannendes Szenario, dass ich das heute vorstellen wollte. Ich erkläre ganz kurz die Oberfläche. Die ist einfach aufgebaut. Hier links, klar, kann ich auswählen, welche Wahlperiode. Das ist dadurch, dass unser Showcase ist, nicht mehr ganz aktuell. Wir haben jetzt Daten von 19 und 18 dahinter liegen. Dann kann ich jetzt hier noch nach Vorgangstyp filtern. Bei anderen Kunden ist es dann ja, zum Beispiel die Art, die Klassifikation von einem Dokument. Dann kann ich alle PDF-Files suchen oder alle E-Mails. Hier ist es ein bisschen anders aufgesplittet. Ich kann die Initiative mir anschauen, also wer hat wie viele Anfragen gestellt. Ja, sieht man hier in den beiden Jahren, war zum Beispiel die Linke am aktivsten, da hatten wir 15.000 Anfragen. Und ich kann mir auch noch den Stand hier ausgeben lassen. Was ist beantwortet, verkündet, abgelehnt? Natürlich sind die Daten hier alt, also jetzt hier nicht für bare Münze nehmen, aber so kann ich dann filtern, wo steht es gerade. Und dann noch den Dokumententyp runter reduzieren. Ich habe mich jetzt heute auf die kleine Anfrage fokussiert, aber es gibt auch noch andere Dinge, die man da anschauen kann, andere Dokumente. Hier in der Mitte, das erkläre ich gleich, diese grafische Darstellung. Und da unten bekomme ich dann meine Trefferliste ausgegeben. Hier oben gebe ich meine Frage ein oder meinen Suchbegriff. Und da habe ich ein bisschen was vorbereitet. Ich probiere es mal mit dem Mikrofon. Mit welchen Steigerungen von E-Autos rechnet die Bundesregierung? Hat geklappt. Ich kann hier oben also entweder meine Frage eintippen oder ich kann die einsprechen. Ja. Eine Verständnisfrage nur, weil du sagtest, das wäre das System vom BMI. Es sind hier aber alle Anfragen drin von allen Ministerien oder ist das jetzt die BMI-Sicht auf deine Frage?
Ist eine gute Frage. Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht beantworten, weil ich selber das System vom BMI nicht genau kenne. Ich kann mir vorstellen, dass wir das angepasst haben für unseren Showcase und da mehr mit reingepackt haben, als das BMI hat, aber ich kann es nicht sicher sagen. Rechts im Chat haben wir jetzt die Antwort bekommen. Also bis 10 Millionen batterieelektrisch angetriebene PKWs und 500.000 Nutzfahrzeuge werden benötigt. Diese Antwort basiert jetzt rein auf dem Content, den ich hier habe, also in kleinen Anfragen und in anderen Dokumenten und wird nicht aus dem Internet gezogen. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil viele denken automatisch, ich setze ein LLM ein, dann kommt die Antwort ja aus dem Internet. Und das unterscheidet uns eben von einem GPT-System im Internet. Oder definiert auch das System RAG, dass ich eben eine angepasste Datenmenge habe, aus der dann die Antwort generiert wird. Ergo wissen wir, es ist intern, aber wichtig ist ja auch die Transparenz, weil die Antwort muss ja sitzen. Und wenn ich das nochmal nachprüfen möchte oder den Kontext nachlesen, dann kann ich hier auch direkt in die Quellen reinspringen und kann mir die dann einmal im Vorschau-Modus anzeigen lassen. Das dauert jetzt ein bisschen, weil wir nicht die schnellste Verbindung haben, aber da ist es genau das. Zeigt mir hier jetzt auch noch mal schön an. Ich mache es ein bisschen größer, dass ihr das auch sehen könnt. Wo befinden sich denn in diesem Dokument relevante Stellen? Auch das wird KI-generiert angezeigt, gehighlightet. Und jetzt könnte ich da noch mal ganz genau nachlesen, was ist denn der Kontext, auf dem die Aussage getroffen wurde? Ist die wirklich vollständig? Ist die korrekt? Wenn ich der Antwort jetzt nicht pur vertraue. Was ich hier unten auch noch machen kann, ist natürlich einmal in die Trefferliste reingehen. Da habe ich im Standard eine sehr hohe Anzahl an Treffern. Das liegt daran, dass wir semantisch suchen, sprich wir suchen auch nach ähnlichen Begriffen, eben nicht nur nach E-Auto, das sieht man im ersten Treffer super gut, sondern wir suchen auch nach E-Mobilität. Deswegen bekomme ich themenspezifisch alles angezeigt, was in diese Richtung reingeht und habe dadurch eine hohe Trefferliste. Ist bei Google genauso. Im Idealfall interessiert mich das aber gar nicht, weil ich mir nur die besten Treffer anschaue und alles, was auf Platz 200, 300, 400 passiert, ist für mich nicht relevant, ergo wie bei Google. Das nur kurz zur Erklärung. Also Ziel ist jetzt nicht, nur 3 Treffer zu haben. Da läuft dann wahrscheinlich was falsch, sondern wir haben in aller Regel eine hohe Trefferanzahl und Ziel ist, dass die besten Treffer, die am nächsten an meiner Anfrage dran sind, ganz weit oben auftauchen. Ich gehe mal in ein Dokument rein, weil ein weiterer wichtiger Use Case ist auch noch das Chatten mit einem Dokument. Kannst du ein PDF lesen oder andere Objekte wie PowerPoints und Excel? Auch andere Formate, also da ist eigentlich keine Grenze gesetzt. PowerPoint, Excel, über 700 Formate. Das Einzige, wo wir uns ein bisschen schwer tun, sind so 3D-Formate. Die kann man nicht gut in 2D abbilden, also so CAD-Formate. Alles andere ist lesbar. Ich glaube, hier haben wir uns auf PDFs beschränkt. Ja. Es kann alles, ja. Versteht es Englisch? Würde auch Englisch verstehen, ja. Ich glaube, wir haben es jetzt hier nicht implementiert, aber ich kann das gleich in einer anderen Oberfläche noch zeigen. Die Large Language Modelle, die bringen in aller Regel auch eine englische Sprachversion mit und dadurch kann ich dann auch sprachübergreifend recherchieren. Ich denke an ein Firma, die ich denke an eine Global Firma, die viele Sprachen hat, Spanisch und Englisch und kann man verschiedene Sprachen haben? Ja, das geht. Das hängt an dem Large Language Modell, das man einsetzt.
Wir haben jetzt für die Demo hier den Azure Open AI angebunden und das spricht fast alle Sprachen, die es gibt. Also von Chinesisch, Spanisch, Italienisch ist da alles mit dabei. Und dann kann ich auch sprachübergreifend chatten. Solange das Large Language Modell das kann, dann geht das mit einer Einschränkung. Wenn ich das Modell selbst hosten möchte und ein kleines Modell verwende, dann ist das Modell größer, je mehr Sprachvarianten ich mitnutze. Und deswegen entscheiden sich viele dafür, diese Sprachvarianten quasi rauszuwerfen, rauszuprogrammieren, damit das Modell kleiner wird und ich weniger Kosten, weniger Aufwand beim Hosting habe. Aber grundsätzlich geht das. Wenn sozusagen diese Modelle selber aktualisiert werden, muss das dann alles nochmal, ich würde sagen, neu berechnet werden? Also angenommen jetzt ein OpenAI-Modell, Nachfolgerding, passiert das dann sozusagen transparent für die Nutzerinnen dort oder muss dann sozusagen auf Admin-Seite noch gesagt werden, einmal jetzt das neue Modell, also wie ist der Workflow von Weiterentwicklungen auf Modellseite? Ja, ist eine gute Frage, ist auch ein bisschen komplexer. Okay. Wenn das Large Language Modell aktualisiert wird, muss ich das technisch natürlich auch neu verbinden, und ich, um das neue Modell zu nutzen. Und dann, wir haben es auch einige Male schon miterlebt, habe ich auf Seiten der Nutzer teilweise eine große Veränderung. Die Fragen werden anders beantwortet, in der Regel natürlich besser, ausführlicher. Man hat ja eine Steigerung von der Qualität nach oben. Von daher muss ich als Nutzer nicht viel tun, aber ich werde merken, dass auf einmal das System anders antwortet und muss mich dann ja entsprechend umstellen. Wir nutzen aber zwei Modelle, einmal das Large Language Modell, um eben die Ausgabe zu erzeugen, und dann ein zweites KI-Modell für die semantische Suche, also für die Trefferliste, die ihr hier seht. Die ist gar nicht so unrelevant, wenn man vielleicht im ersten Moment denkt, weil wir schätzen natürlich jetzt nicht alle 76.000 Dokumente an das Large Language Modell, sondern nur die besten Treffer. Das können 5 oder 10 beste Treffer sein, das kann man konfigurieren. Aber unser Job ist dann, mit unseren KI-Modellen, die wir selber trainieren, hier die besten Treffer nach oben zu ranken. Und diese Modelle, die werden in aller Regel auch auf den Kontext vom Kunden angelernt. Das sind kleine Modelle, also keine Large Language Modelle, sondern deutlich kleiner. Dafür sind sie spezifischer. Und die sollte man alle paar Jahre nachtrainieren, weil Sprache verändert sich, Begrifflichkeiten verändern sich. Ein Beispiel, wenn man früher Corona gegoogelt hat, 1960, dann hat man alles zum Thema Bier gefunden. Die KI hat gelernt, Corona ist eine Biermarke. Und dementsprechend hat sie dann gesagt, Bier ist ein Synonym oder ist ein ähnlicher Begriff, und hat dann dazu alles ausgegeben. Heutzutage findet man kaum noch Bier, sondern man findet eben nur noch die Krankheit. Und so wie sich dann das Wort Corona im Kontext verändert hat, verändern sich auch andere Worte im Kontext. Und deswegen muss man ab und zu einfach nachtrainieren, es kommen neue Worte hinzu, gerade kleine Anfragen, Gesetz geben, gute Kita-Gesetz gab es auch vor 10 Jahren noch nicht. Und es muss ja auch gelernt werden von der KI, was steckt dahinter, welche anderen Texte stehen da im Zusammenhang. Und diese Modelle, die werden von Grund auf trainiert für unsere Kunden, ist auch kein großer Aufwand, also nicht vergleichbar mit Large Language Modellen, ist in wenigen Wochen gemacht, und die sollte man alle paar Jahre nachtrainieren, damit es einfach die Sprache aktuell bleibt. Ich weiß es nicht, wie man das ausdrückt, aber wenn man diese Quelle gefunden hat, ist das die Originaldokument oder macht dieses System ein Kopie? Wir machen eine Kopie, die wird in unsere Datenbank reingeschrieben, es wird indexiert, ich bin technisch auch nicht so tief drin. Es ist nicht so, dass wir das PDF einfach kopieren, sondern wir schreiben das in eine Suchdatenbank rein, die Informationen. Und das PDF, das ursprüngliche, das bleibt am Ort liegen. Und auch wenn ich dort Änderungen vornehme, dann werden die bei uns in die Datenbank reingeschrieben. Es muss ja immer tagesaktuell auch sein. Oder auch wenn die Berechtigungen sich ändern, wird das auch bei uns in der Datenbank geändert. Und wann man auf diese Link drückt, das geht zu die Original Dokument und man sieht die Pfad, wo es wohnt, sodass die Benutzer ein bisschen lernen kann, wo diese Dokument gefunden könnte?
Genau. Ist das richtig? So ist es. Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht so gut heute. Das ist perfekt. Ich bin hier in einem Showcase, deswegen kann ich es nicht live zeigen, aber wenn ich in der Praxis auf dem Pfad klicken würde, genau, würde sich das Originaldokument öffnen. Ich kann sehen, wo es abgelegt ist oder ich schaue einfach hier rein. Da geben wir die Metadaten auch mit und dann sehe ich hier den Ablageort. Ich kann auch sehen, wann es erstellt wurde, wer das Dokument erstellt hat. Und auch ganz wichtig, habe ich mir sagen lassen, für diesen Einsatzbereich sind die ähnlichen Dokumente. Also welche kleinen Anfragen wurden schon mal beantwortet, die ähnlich sind meiner jetzigen Anfrage. Und da bekomme ich hier auch die ähnlichsten Unterlagen angezeigt und kann dann ganz einfach hier hinspringen. Ähnlich wie bei Amazon, ich kaufe eine Regenjacke und das System hat gelernt, jemand, der eine Regenjacke kauft, braucht auch vielleicht auch einen Regenschirm, der braucht Regenschuhe, der braucht eine Regenhose. Und genauso machen wir das hier auch nur mit Dokumenten. Ich habe auch noch eine Frage. Du hast gerade die Rechte angesprochen. Sind die in beiden Richtungen, also ganz konkret gefragt, wird immer nur angezeigt, was für alle öffentlich ist? Oder weiß das System auch, auf bestimmte Dokumente habe ich selber Zugriff und deswegen werden die Sachen, auf die ich Zugriff habe, auch mit angezeigt, falls da relevante Informationen drin sind? Das System weiß, worauf ich Zugriff habe. Mhm. Ist jetzt bei den kleinen Anfragen auch nicht so relevant. Die sind sowieso ja frei verfügbar, aber gerade bei E-Mails oder so weiß das System, die E-Mail wurde an mich geschickt oder ich bin im Verteiler, dann wird sie mir angezeigt und wenn nicht, dann bekomme ich nichts zu sehen. Ich sehe auch nicht, dass da eine E-Mail existiert, ich sehe keinen Ordner, wo die E-Mail drin liegt, also da bin ich wirklich komplett blind und es ist auch was, von dem wir nicht abweichen, sondern wir kopieren die Berechtigungen, die schon dranhängen an den einzelnen Objekten auf Dokument- oder Objektebene, das nennt sich dann ACLs, Access Control List, und prüfen dann auch bei jedem Aufruf nochmal nach, hat die Frau Zibel jetzt wirklich noch Zugriff auf die E-Mail oder hat sie vielleicht die Abteilung gewechselt, ist nicht mehr in einem Sammelverteiler drin und dann bekomme ich die E-Mail auch nicht mehr zu sehen. Also auch jegliche Änderungen werden danach gezogen. Gerade auch im öffentlichen Bereich, da wird es regelmäßig auf Herz und Nieren geprüft. Ganz klar, das ist, hat oberste Priorität. Da müssen wir das auch sauber nachweisen, dass es einwandfrei funktioniert. Aber wir wollten ja heute auch über Dinge sprechen, die nicht so gut klappen. Was tatsächlich manchmal nicht gut klappt, ist, dass wir, wenn wir einen Integrator einführen, merken, dass das Berechtigungssystem schon vorher nicht exakt war und dann auf einmal Personen Dinge finden, die sie eigentlich gar nicht hätten sehen sollen, was nicht an uns liegt, sondern das Berechtigungssystem war vorher schon nicht sauber, aber jetzt auf einmal fällt es auf. Jetzt frage ich zum Beispiel, was verdient denn der Vorstand und bekomme darauf eine Antwort. Ist super einfach, das zu fragen, habe ich in 2 Sekunden gemacht und dann merke ich, oh, ich hätte ja da also gar keinen Zugriff haben sollen. Vorher hatte ich den Zugriff auch schon, aber da lag das Dokument in irgendeinem Unterordner auf dem File-Server und ich wäre nie drauf gekommen, dass da was Spannendes liegt. Und jetzt habe ich so einfach die Möglichkeit, einfach so Fragen reinzuwerfen, dass es dann sehr schnell auffällt. Und das führt leider manchmal dann auch zu Projektverzögerungen, weil man erstmal die Berechtigungen wieder glatt sehen muss. Ich sehe online eine Meldung. Wirf gerne deine Frage rein. Ja, perfekt. Ich hätte gerne gewusst, diese ähnlichen Dokumente, wie werden die generiert? Also früher hat man das ja über Schlagworte gemacht. Wird das noch über Schlagworte gemacht? Oder ist das was, was die KI mit einem Algorithmus erstellt? Eine gute Frage, die bringt mich darauf zurück, dass ich euch noch nicht erklärt habe, was es mit der Grafik hier auf sich hat. Das wird nicht mit Schlagwörtern gemacht, sondern da steckt auch eine KI dahinter. Wir vektorisieren alle Datensätze, die werden in einen über 300-dimensionalen Vektorraum geladen. Und hier ist so ein Versuch, diesen Vektorraum zweidimensional darzustellen, in einer extrem vereinfachten Form natürlich. Und da wird jetzt jedes Dokument und auch jeder Begriff, jedes Wort hat quasi seine eigene Koordinate in diesem Vektorraum. Und je näher dann ein Dokument beim anderen steht, desto eher gehören die zusammen. Zum einen haben wir hier diese Quadrate, das sind Themen, die zusammengehören. Aber ich kann hier auch Dokumente mir anzeigen lassen. Da haben wir zum Beispiel eins, das sind dann diese runden Punkte. Und je näher dann ein Dokument am anderen ist, desto mehr Wahrscheinlichkeiten haben wir. Die KI
lernt, liest quasi diesen Text, der in den Dokumenten steht, schaut, welche Begrifflichkeiten sind da drin, welche ähnliche Begrifflichkeiten sind drin, die sie ja auch gelernt hat. Und sie schaut vor allem auch, wie nah stehen diese Begriffe zusammen und stellt dann einen Kontext her. Ähnliche Begriffe haben die Eigenschaft, dass sie in einem Satz oder einem Paragraph oft zusammen vorkommen. Die Familie geht in den Park, Mutter, Vater, Kind und der Enkel ist auch mit dabei. Und da lernt die KI, okay, Kind, Mutter, Vater, Familie, da scheint es eine geografische Nähe zu geben, immer und immer wieder. Also habe ich auch eine inhaltliche Nähe und so kann die KI Texte verstehen und kann auch entscheiden, wie interessant ist ein Text für ein bestimmtes Thema. Also wie oft taucht in diesem Text bestimmte Keywords auf, wie lang ist dieser Text, dreht sich der Text wirklich um das Thema oder tauchen da vielleicht nur einzelne Begriffe auf. Wenn ich ein Sitzmöbelhersteller bin und mich interessieren Texte rund um das Thema Bank, dann möchte ich ja nicht Banken im Finanzkontext wissen. Auch das kann die KI erkennen. Sie sieht dann, okay, da taucht Bank im Kontext von Zinsen auf. Das ist für den Möbelhersteller jetzt nicht interessant. Also es ist ein hochkomplexes mathematisches Verfahren. Aber so kann man sich das ganz grob vorstellen, wie die KI dann zu diesen ähnlichen Dokumenten kommt. Und wir haben hier unten auch noch so eine kleine Skala, die geht von 0 bis 1. Wo wir dann die besten Treffer einordnen, weil es kann natürlich sein, dass es Texte gibt, nach denen ich gesucht habe, aber da taucht nur in einem Satz eine Information auf, die passend ist für meine Anfrage und der ganze Rest des Dokuments dreht sich eigentlich um ein anderes Thema. Und deswegen ist so eine qualitative Einordnung auch nochmal ganz wichtig, um zu schauen, also hier ist der fünfte Treffer, der hat nur 50% Übereinstimmung mit meiner Anfrage, da weiß ich schon, der geht eher in eine andere Richtung, den muss ich mir jetzt nicht unbedingt komplett durchlesen. Und so kann ich dann auch schneller, effizienter arbeiten, im Sinne von, ich gucke mir nur die Dokumente an, die über 70% liegen. Das nehmen wir so intern als Richtschnur. Da macht es dann auch Sinn und alles unter 70% ist eher unter ferner Liefen. Deine Frage soweit beantwortet? Ja, vielen Dank. Ja, gerne mit Blick auf die Uhr würde ich ein bisschen weiterspringen in das Thema, was läuft denn gut, was läuft nicht so gut. Ich möchte explizit, Entschuldigung, ich muss nochmal neu teilen. Ich muss dazu sagen, was gut läuft und was nicht so gut läuft, das hat jetzt gar nichts mit dem BMI-Projekt zu tun, sondern das ist bezogen auf unsere Erfahrungen, die wir im letzten Jahr gemacht haben mit zahlreichen Projekten, auch mit Interessenten, die wir hatten. Und ich würde euch kurz zeigen, was wir für Erfahrungen gemacht haben und dann freue ich mich über eine Diskussion, Austausch, was bei euch klappt und was nicht. Also die größte Erkenntnis ist, dass die Erwartungen am Anfang einfach viel zu hoch waren. Viele dachten, KI ist perfekt, KI macht keine Fehler, ich kann KI alles fragen und ich bekomme immer eine richtige, vollständige Antwort. Ich muss dafür auch nichts groß tun, ich muss nur ein Tool installieren und dann läuft das. Und das entspricht einfach nicht der Realität. Auch KI macht Fehler, egal wie gut wir konfigurieren, vorbereiten, das Relevanzranking gestalten, wie toll wir Modelle trainieren, KI macht Fehler. Sei es, weil die Daten fehlerhaft sind, weil sie veraltet sind, weil auch widersprüchliche Dinge in manchen Dokumenten auftauchen. KI macht einfach Fehler und damit muss man leben. Man kann alles tun, um die Fehler möglichst gering zu halten, aber man kann die nie auf Null runterschrauben. Auch wir Menschen machen Fehler. Deswegen, unser Ziel ist, dass die KI weniger Fehler macht als Menschen. Aber man kann nicht seriös sagen, wir haben eine perfekte KI. Das bekommt kein Anbieter hin. Natürlich hat die Wirklichkeit auch schöne Überraschungen bereitgehalten. Wir haben gesehen, dass für Einsteiger der Einstieg in ein neues Wissensgebiet, dass es extrem vereinfacht wird. Ich kann chatten, ich kann mir Zusammenfassung erstellen lassen. Ich kann auch der KI sagen, gib mir das doch in einer einfachen Sprache wieder. Da sind mir zu viele Fachbegriffe drin. Oder was wir auch oft machen, genau die andere Richtung, dass ein Ingenieur sagt, ich möchte jetzt eine technische Erklärung haben und nicht so businesslastig das Ganze durchlesen. Zweite schöne Erkenntnis, die uns auch unsere Kunden wiedergespiegelt haben, auch Experten profitieren davon, also nicht nur
fachfremde Menschen, auch wenn ich tief in einem Themengebiet drin bin, hilft mir KI enorm weiter. Wir haben zum Beispiel Patentanwälte, die sich da mit KI die Ansprüche schreiben lassen etc. Also auch als Experte werde ich schneller in meiner Arbeit, ich werde präziser, weil einfach so nervige, lästige Alltagsaufgaben wegfallen. Eine Frage zu dem, was du sagtest gerade, in einfacher Sprache, das kann ich mir sehr gut vorstellen, wie das funktioniert und dass das auch gut funktioniert. Du sagtest aber auch in die andere Richtung, also antworte mir das in Form eines Ingenieurs. Da gehe ich ja mehr in die Detailtiefe. Wo holt denn dann dieses System oder dieses Modell die Informationen her? Oder werden das dann generische Antworten, die sich mehr nach Ingenieur anhören? Ja, absolut berechtigt, die Frage. Ich brauche dazu einen großen Wissensschatz eben mit diesen Detailantworten oder Content, der sehr viel Fachbegriffe auch enthält. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Ja. Ah, okay. Dann werde ich eine schlechte Antwort zurückbekommen, die nach wie vor oberflächlich ist. Also ich brauche diese Content-Grundlage. Aber sprich, geht dann über mehrere Dokumente und einen Wissenspool und nicht nur, ich unterhalte mich mit einem Dokument. Haken, verstanden. Bei unseren Kunden ist es so, dass die Kunden selbst diesen Content an Bord haben. Also es sind in der Regel forschende Unternehmen. Wir haben viele Kunden aus dem Automotive-Bereich. Und da sagen dann oft die Ingenieure, formuliere mir das um und nutze Fachsprache. Und die haben natürlich den entsprechenden Content durch ihre eigenen Forschungen, durch ihre Produktion auch an Bord. Von daher ist es einfach. Und wir zapfen dann im Integrator diese Wissensbasis an. Und so bekommt dann der Ingenieur seine fachspezifische Antwort. Aber hätten wir das nicht, ganz klar, dann würde das auch nicht gut funktionieren. Ich habe hier auch noch mal eine kleine andere Übersicht gemacht, was aus unserer Sicht ganz gut klappt, was nicht so gut klappt. Mir ist gestern beim Durchgehen vom Vortrag ist mir aufgefallen, ich habe das sehr auf den Output gemünzt, gar nicht so auf den Prozess. Von daher lass uns gerne gleich nochmal über den Prozess sprechen. Im Output ganz konkret, was die Fragestellungen anbelangt, haben wir gesehen, dass Fragen wie erstelle ich eine Reisekostenabrechnung zu Prozessen, zu Inhalten, zu Projekten, das funktioniert ganz, ganz wunderbar. Bekomme ich eine tolle Antwort? Kann ich mich auch drauf verlassen? Ist super. Ich kann mit Dokumenten chatten. Ich bin zum Beispiel ein Dokument drin, wo ein Freigabeprozess beschrieben wird und frage, wer entscheidet denn über Einkäufe größer oder bestimmten Summe. Ich bekomme eine 1A-Antwort zurück, funktioniert, Haken dran. Wo wir gesehen haben, dass man einfach mehr Zeit reinstecken muss, mehr investieren und oft nicht mit einem Standardprodukt zurande kommt, ist, wenn wir Tabellen haben. Eine KI tut sich sau schwer damit zu verstehen, dass eine grüne Farbe in der Tabelle heißt Zustimmung, rot heißt Nein. Ein Haken heißt ja, ein X heißt auch ja. Wir als Menschen haben gar kein Problem. In der KI muss man das erst beibringen oder man muss die Tabelle umschreiben. Da braucht es ein bisschen mehr Gehirnschmalz, ein bisschen mehr Vorbereitungsaufwand. Wir machen das auch in unseren Projekten. Aber das muss einem einfach klar sein. Das ist dann nicht von heute auf morgen gemacht. Da muss man was tun. Bekommen wir sehr viele Anfragen zu Dingen, die Richtung Business Intelligence gehen, also sich stark auf Zahlen beziehen. Mit welchen Kunden hatten wir letztes Jahr die höchsten Umsätze? Ich bin selbst im Vertrieb. Wenn das funktionieren würde, das wäre ein Paradies, das wäre ein Traum. Aber das geht auch nicht ganz so einfach, weil KI ist nicht für Sprache gemacht. Das Large Language Modell steht schon im Namen. Language Modell, nicht Mathematikmodell. Und deswegen kann die KI das nur dann beantworten, wenn textuell das irgendwo vorzufinden ist. Also wenn jemand einen Text verfasst hat, im Jahr 2024 haben wir den in dem Umsatz gemacht. Man kann BI-Tools mit einbinden, man kann es sich dann quasi umwandeln lassen in Text, alles das geht, aber es ist aufwendiger und nicht einfach mal so gemacht. Und ja, wo KI, also LLMs dann komplett kollabieren, sind einfach komplexe mathematische Berechnungen. LLMs sind kein Excel, sollte man nicht machen, auch wenn es manchmal gut geht, weil die KI zufällig diese Aufgabe gelernt hat. Es wird oft nicht gut gehen, klappt nicht. Man bekommt zwar Antworten, die sind aber auch falsch. Also da sagen wir inzwischen auch ganz klar, Finger weg davon. KI ist kein Taschenrechner. Und was KI auch nicht kann, KI hängt an den Daten aus der Vergangenheit. KI hat gelernt, was wir als Menschen produziert haben und was komplett Neues, nie Dagewesenes erschaffen im Sinne einer Kreativleistung, die wirklich disruptiv ist. Das sollte man jetzt auch nicht unbedingt erwarten. Deswegen
ist zwar auch im Business-Kontext nicht so oft gefragt, trotzdem ja, kommt da auch oft so eine Enttäuschung. Ist zwar eine nette Geschichte, ist ein tolles Bild, das jetzt gemacht wurde, aber wirklich neu ist es nicht. Ganz klar, eine KI kann nur an dem lernen, was wir schon mal als Menschen produziert haben und deswegen nicht unbedingt den nächsten großen Künstler erschaffen. Genau. Mit Blick auf die Uhr, ich glaube, wir haben nicht mehr viel Zeit, würde ich vorschlagen, steigen wir in die Diskussion ein. Das sind so unsere Erfahrungen, was wir mitgenommen haben aus dem letzten Jahr, aus zahlreichen Projekten, vielen Präsentationen. Wir haben sehr viele Kundendaten eingelesen, ausgewertet, KI drüber laufen lassen mit dem Integrator. Und ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, vielen Dank für deine Anregung, Vorstellung. Das Grün interpretiere ich so, und ist auch meine Erfahrung, alles, was gut dokumentiert ist, kriegt man halt gut raus, so ganz kurz gesagt. Wie sind eure Erfahrungen im Sinne von, sind Organisationen bereit, eben die Informationsgrundlage, Datengrundlage auch nach und nach zu verbessern? Weil, einfach nur als Beispiel, wenn die Reisekostenabrechnung, also der Prozess nicht nirgendwo ordentlich dokumentiert ist, ne, wenn das halt nur implizites Wissen in den Köpfen der Menschen ist und nicht schriftlich irgendwo steht, wird man ja auch nichts finden. Und so, man kriegt ja dann über euer Tool letztendlich heraus, was ist gut da und was ist nicht gut da. Und gibt es da sozusagen eine Bereitschaft, dann auch sozusagen die Datengrundlage auch ein Stück weit nach und nach zu verbessern? Die gibt es in der Tat, ja, weil man merkt dann auch sehr schnell, wo habe ich also Blindspots oder weiße Flecken, wo ist eben nichts da zu einem bestimmten Wissensfeld. Und dann haben wir zum Glück immer gute Stakeholder, Multiplikatoren, Menschen, denen Wissensmanagement am Herzen liegt, die dann auch intern anregen, sagen, Mensch, guck mal, hier wurde ganz oft nach einer Reisekostenabrechnung gefragt, aber da gibt es noch nichts, bemüht euch doch da mal bitte ein bisschen Content zu erstellen. Und das Schöne beim Integrator ist, ich muss das Ganze nicht in einem Wiki, in einem bestimmten Format haben, sondern ich kann auch einfach eine E-Mail schreiben oder ich kann ein Word-Dokument ablegen. Solange wir darauf zugreifen können, das Ganze indexieren können, ist es völlig wurscht, in welchem Format es vorliegt. Was wir nicht tun, wir sind jetzt kein Tool, um dieses implizite Wissen explizit zu gestalten. Da gibt es ganz viele tolle Tools am Markt. Da empfehlen wir dann gerne was, aber das ist dann wiederum nicht unsere Baustelle. Aber ja, die Bereitschaft haben wir gemerkt, beim Kunden ist dann auch größer, was zu machen, weil ich habe es dann auch oft, also ich habe es dann schwarz auf weiß, wo eben Dinge fehlen. Man kann auch dann sich Statistiken ausgeben lassen, was wurde wann, von wem, wie oft, Entschuldigung, nicht von wem, das ist anonym, aber von welcher Abteilung, von welchem Bereich wurde was, wie gesucht und wurde nicht gefunden. Also das kann ich auch schön abbilden und habe dann auch als Wissensmanager ja, einen tollen Überblick, wo noch ja, Nachholbedarf besteht. Ich hätte da eine Folgefrage. Also halluziniert er dann, wenn er was nicht findet? Also wenn sozusagen die Datenbar die Frage eigentlich er nicht beantworten kann oder sagt er dann richtig, ist nicht vorhanden? Er sagt dann, es ist nicht vorhanden. Also er rödelt zuerst sehr lange, weil generative KI will immer Fragen beantworten und sucht dann an allen möglichen Stellen nach Antworten. Deswegen muss man da ein bisschen länger warten tatsächlich auf eine Antwort und dann kommt zurück, kann ich nicht beantworten. Das haben wir dann sehr hart so konfiguriert, weil wir wollen ja absolut ausschließen, ja, dass da irgendeine falsche Antwort reinkommt. Also das sollte nicht passieren, sondern dann kommt ganz trivial zurück. Ich kann aufgrund der vorliegenden Information diese Frage nicht beantworten. Es kommt sogar manchmal zurück, wenn irgendwo eine Antwort steht. Aber wenn die KI sagt, diese eine Information, das reicht mir nicht aus. Da ist nur ein Satz dazu, dem vertraue ich nicht. Also eine KI hat gerne mehrere Datensätze, wo identische Information steht, um sich dann auch wirklich sicher zu sein, ja, das ist korrekt. Aber das kann man auch anpassen mit so einem Schalter, dass man sagen kann, okay, ich will das noch strikter haben. Ich möchte mindestens 10 Quelldokumente haben, wo ähnliche Informationen stehen. Und erst dann vertraue ich dem oder mir reicht eben eine Quelle schon aus. Also das lässt sich auch nochmal konfigurieren. Ich finde das sehr löblich mit dem Nicht-Halluzinieren. Aber jetzt, du hattest gerade so ein Beispiel genannt. Mit welcher Steigerung von E-Autos rechnet die Bundesregierung? Und die Antwort war, die Bundesregierung befürwortet die Aussage von Bundesministerium Andreas Scheuer, dass so und so viel benötigt werden. Also wenn ich jetzt einfach mal sage, nicht halluzinieren, ne, das ist nicht die Frage. Hier wird gefragt, wie viel werden sozusagen benötigt? Und die Antwort hat einen etwas anderen Scope.
Also ich finde es einfach nur, bitte. Wobei man, sagen wir so, man ist der Pflicht nachgekommen, was zu antworten, aber die Frage ist, ist sozusagen das jetzt die Frage gewesen? Ich wünsche ja auch, dass immer da die richtige Antwort ist, nur genau, das ist mir nur aufgefallen, dass es eben nicht die richtige Antwort war, formal gesehen. Danke für den Hinweis, ja. Da muss man tatsächlich aufpassen. Also die Antwort war jetzt ja nicht falsch, aber es war nicht unbedingt die Antwort auf die Frage. Es erinnert mich auch ein bisschen an Politiker, wenn es interviewt werden. Ja, wird um einen heißen Brei rumgeredet. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Also ja, zum einen, klar, Intelligenz ist ja auch noch von uns Menschen da. Ich werde dann beim Lesen spätestens sehen, okay, da weicht die KI genauso aus, wie es vielleicht die Politiker da gemacht haben in der Beantwortung. Dann müsste ich als nächstes vielleicht auf den Qualitätsindex schauen und würde da auch sehen, da ist dann vielleicht nicht ganz so hoch, wer sein könnte. Weil mir ist gerade ein valider Punkt aufgefallen. Es kann natürlich sein, dass das die Frage war und das gleichzeitig sogar die Antwort war des Ministeriums. Dann wäre es dann doch wieder valide. Stimmt, ja. Ich werde es nachprüfen. Das ist ein guter Punkt. Uns die wissen lassen. Herr Feuer. Vielleicht war es Herr Scheuer, das könnte ich mir gut vorstellen. Okay, jetzt sind wir schon minimal über der Zeit, aber habt ihr noch drängende, wichtige Fragen, Beiträge online? Sehe ich auch keine Meldungen mehr. Ja, dann würde ich sagen, hören wir fast pünktlich auf. Vielen, vielen Dank euch für die Teilnahme, die Diskussion. Dankeschön. Wenn ihr noch Gesprächsbedarf habt, kommt gerne zu mir und meiner Kollegin. Wir sind ganz hinten unten im Plenum auf der linken Seite mit dem großen roten Plakat, sind heute noch bis mindestens 16 Uhr da und freuen uns auf einen weiteren Austausch. Bis dahin. Danke.